Vier Minus. Vier Minus! Freunde, das ist unfassbar. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Wir haben verkauft Informationen bekommen, wie viele Hate-Kaugummis verkauft wurden. Und es wurde einfach noch mehr verkauft als beim ersten Mal. Es hat noch mehr eskaliert als beim ersten Mal. Und es gibt jetzt schon wieder leere Aufsteller. Das ist wahrscheinlich der einzig volle Aufsteller in ganz Deutschland mittlerweile. Es gibt Kaufländer, die haben schon mittlerweile keine Hate-Kaugummis mehr. Nach zwei Tagen. Zwei Tage? Was macht ihr, Digga? Also wenn ihr noch welche bekommen wollt, dann rennt die Kaufländer noch immer ein. Es gibt auch immer noch Kaufländer, die welche haben. Kann natürlich sein, dass jetzt wieder manche Sorten ausverkauft sind. Ich habe euch gesagt, ihr müsst schnell sein. Aber das ist so schnell, hätte ich natürlich jetzt auch wieder nicht gedacht. Ich habe auch nicht gedacht, dass es beim zweiten Mal krasser als beim ersten Mal. Vielen Dank. Mehr kann man einfach nicht sagen für diesen krassen Support. Vielen Dank. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich bin wirklich einfach nur unfassbar dankbar. Ich krieg das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht in den letzten Tagen. Außer gestern, da ging mir das Lächeln richtig aus dem Gesicht, weil Flash einfach eine richtig fette Zecke hatte. Oh Gott, guck mal, wie Angst hat nur, wenn ich das Wort Zecke erwähne. Zecke. Und die mussten wir entfernen und ich als Profi-Chirurg habe das natürlich übernommen. Aus. Was ist das? Haben Sie. Schaut euch sie an. Bah. Sie sich einfach gerade bewegt. Bah, das war in dir drin, Flashy. Bah. Wir haben dich gerettet. Das ist scheiß Vieh. Schau es dir an. Ess es auf. Ich werde dich rächen, Flash. Nächste Woche habe ich etwas sehr, sehr Großes vor. Vielleicht wisst ihr auch in den Kommentaren, könnt ihr schon raten, was es sein könnte. Nur die wahren Fans wissen, was nächste Woche ansteht. Und ich habe mir hier etwas richtig Verrücktes gekauft. Komm mal hier ran. Das ist eine Schaummaschine. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich musste gerade vorhin was zusammenrühren. Das ist jetzt an den Topf drin. Hier ist so ein Kabel da drin verbunden. Also keine Ahnung, was das sein soll. Ich glaube erst nicht, dass da so viel Schaum rauskommt. Deswegen mache ich das erstmal jetzt hier in die Richtung. Es passiert nichts. Junge, wie viel ist das? Junge, wie viel produziert das? Ein bisschen Spaß muss sein. Johannes hatte die mega Idee, seine alte Grundschule zu besuchen. Wir haben seine alte Grundschullehrerin sogar getroffen. Und als guter Freund war ich natürlich fast gar nicht unangenehm. Hast du damals gute Noten in der Grundschule gehabt? Nein. Doch, wir waren ganz lieber. Schüchterner. Ganz schüchtern und das große hat sich Wiedersehen. Nicht getraut, viel zu sagen. Nicht getraut, viel Nein. zu sagen. Nein, nicht unangenehm, wie gesagt. Die ganzen Talente hat er im Verborgenen gehalten. Die kommen jetzt erst zum Vorschein. Die Talente im Verborgenen gehalten, Bruder, die sind immer noch im Verborgenen. Ja. Ganz cool, ne? Wie fühlt es an, wieder in der Grundschule zu sein? Es riecht immer noch gleich. Vom Intelligenzstatus hat sich ja nicht viel geändert. Boah, aber was ist das für eine Luxusschule, Digga? Ist das für ein Riesengarten? Oh mein Gott, was? Dagegen sieht meine Grundschule aus wie ein Knast, Alter. In welcher Klasse war Johannes? Da, in dem Klasse. Da sind einige Sechsen geschrieben worden. So, Johannes, hier ist ein wirklich traumatisierender Ort, weil Johannes hier tatsächlich seinen Fahrradführerschein nicht bestanden hat. Ich hab ihn bestanden. Ich hab ihn so bestanden. Also hier, Digga. Hier kam Johannes. Ich hab mir im letzten Video euch erzählt, dass ich mir mal in die Hose gemacht habe in der Schule, ne? Hier war das! Ich bin also hier reingelaufen. Ganz kurz. Man riecht bis heute noch. Da die Klos waren. Hast du Nein, ja, nachdem wir dann ein bisschen von Johannes Vergangenheit mitbekommen haben, haben wir doch eine kleine Rundführung bekommen. Wie wurdest du nochmal letztens bezeichnet in der Klasse? Ehrenfrau. Als Ehrenfrau? Aber das ist auch eine Ehrenfrau. Sie sind eine Ehrenfrau. Aber auch ist auch wirklich eine Ehrenfrau. Ist auch wahr, ne? Der ganze Aufenthalt in der Schule hatte natürlich auch einen Grund. Und zwar haben wir Verstecken gespielt in der kompletten Schule. Das müsste jetzt auch bald auf Johannes Kanal online sein. Aber ich musste natürlich das Ganze mal wieder etwas versauen. Wahre Zuschauer von meinem Kanal wissen, dass Johannes eine unfassbare Phobie vor Schlangen hat. Vor kurzem habe ich auf meiner Instagram-Story gesagt, dass ihm alle Schlangenbilder auf Instagram senden sollen und der konnte sein Handy wirklich nicht mehr öffnen. Der hat sein Handy eine Woche lang nicht geöffnet, weil da Schlangenbilder waren, Junge. Aber stimmt wirklich, und er meint, er will wirklich die Freundschaft beenden. Eine echte Schlange irgendwie mit Pranke. Eine echte Schlange kann ich mir dann nicht holen, aber eine Fake-Schlange ist auch relativ langweilig, so eine Gummischlange. Ich will eine Schlange, die sich bewegt und deswegen habe ich mir eine Robo-Schlange gekauft. Robo-Life. Das Geile ist, Leute, erst vor zwei Tagen wurde in Köln eine Schlange gesichtet. Genau in dem Ort, wo wir heute ein Video drehen. Ist das geil. Yeah, ich werde sie aus einer Ecke krabbeln lassen. Das ist so toll, man. Ich freue mich. Versteckenvideo ging los. Ich war sehr aufgeregt. Ich habe mich dann irgendwo versteckt und musste wirklich so lange warten, bis Johannes kam. Das komplette Versteckenvideo seht ihr bei Johannes, wie gesagt. Aber jetzt würde ich sagen, zeige ich euch seine Reaktion auf die Schlange. Der Anfang
Schock war auf jeden Fall krass, aber dann danach hat er irgendwie nicht mehr so eine Panik gehabt und hat sie einfach zerstört. Oh, Digga, der war so teuer, Junge, du Hure. Naja, das ging auf jeden Fall etwas schief, aber ich hatte noch einen anderen Plan, einen richtig kranken. Wir haben noch eine kleine Überraschung hier vorbereitet und zwar machen wir jetzt ganz spontan einen Grundschultest, Leute. Johannes, willst du sagen, wir gucken mal, ob wir die Grundschule noch bestehen würden, oder? Nein. Ich bin mal gespannt. Leichtes Größen und Messen. Das können die ja. Das schafft ihr alle. Und setzt euch bitte alle. Johannes, was machst du denn da schon wieder? Setzt euch doch bitte an deinen Platz. Es geht los. Und da das ja auch ein echter Test war, mussten wir auch wie in einer echten Klasse alle Sachen mitmachen. Guten Morgen, Frau Tante Johannes. Beginne mal mit einem Gedicht. Ich freue mich, wenn ich dich sehe. Ich werde dich sehen. Ich schenke dir mein A und E, mein R und auch mein Z. Hey, hello, bonjour, guten Morgen. Hey, hello, bonjour, guten Tag. Buenos dias. Buenos dias. Hey, hello. Hallo. So, es geht los mit dem Test, Kinder. Ihr wollt alle in die Fünfte, also strengt euch an. Größe und Messen. Los geht's. Name drauf, Datum heute ist der 2. Ich mach natürlich auch einen mit, ne? Ist ja klar. So, bitte absolute Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe hier. Dann ging der Test los und Johannes war natürlich direkt wieder am Abschauen. Johannes, das zählt nicht. Gleich nehme ich den Test weg. Wir wissen, was du abschreiben kannst, sondern was du kannst. Das ist mir nicht. Sonst hat er öfter gehört. Okay, warte mal. Dann ging der Test los und ihr könnt ja meinetwegen auch mal mitraten. Die erste Aufgabe war relativ einfach. Jans Eimer, was für Jans Eimer, ihr schwersten Eimer. Ich hab den schwersten Eimer, keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Ich hab mein Bett abgeschrieben. Wirklich. Ben ist richtiger Streber der Klasse. Die brauchst du ja nicht. Die Rechenmaschine, die Klasse. Und dann wollte die Lehrerin kurz weggehen, einen Kaffee holen. Ich vertraue, ich guck nicht an. Okay, wir schaffen das schon. Okay, nein, wir machen das hier ernst. Also, keiner guckt hier ab. Ich habe außerdem noch keine Aufgabe angekreuzt bis jetzt. Also, ich würde sagen, ich muss mich heranhalten. Aufgabe 2 könnt ihr auch selber sehen. Boah, das ist richtig schwer, die Aufgabe 2, Digga. Ich sag's so, wir sind, Bruder. Ich bin richtig am Strugglen gerade. Ich hab nicht genug gelernt. Ja, Bruder, ich lese die Aufgabe auch schon 100 Mal. Ich verstehe sie immer noch nicht. Das ist geil, Digga. Aufgabe 3 war wirklich easy, aber Aufgabe 4 habe ich irgendwie gar nicht verstanden mit dieser Oma und Lena und ich habe gar nichts gecheckt. Leas Oma, kommst du, Bruder, wer ist das? Wer ist diese Lea? Gut, ich sag mal so, ich war auch jetzt relativ abgelenkt, ich habe auch viel gefilmt und deswegen war am Ende auch die Zeit ziemlich knapp. Das ist gerade stressig, alle geben ab, Bruder, ich bin der Einzige, der noch dran ist. Zeit ist um. Es wurde Zeit für die Ergebnisse. Du musst kurz einmal Johannes testen. Das ist doch nicht 35 Kilometer, Johannes. 3000. 35 Kilometer sind 3000 Meter, Bruder. Glaub ich, glaub's. Ah ja. Das ist die Frage 2. Anton hat den. Wer hat den schwersten Eimer gehabt? Anton, ne? Okay, Bruder, ich hab Nils, Digga, perfekt. Ich hab Nils, Digga, das wäre das. Wie viele Stunden war die Oma unterwegs von dieser? Eine Stunde 44. 1 Stunde 44. Ich bin auf 2 Stunden nach. Ich hab nichts eingetragen. Aufgabe Nummer 2, wie viele 20 Cent Geldmünzen? 5. Okay. Aufgabe 2 und 3 haben wirklich fast alle geschafft, aber ja, ich sag mal so, jetzt haben wir es auch noch alle nicht so giga ernst genommen. Aber trotzdem hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, so einen alten Test zu machen und die 35 Kilometer bei 3000 Metern ist einfach wirklich eine Legende. 3000 Meter sind 35 Kilometer. Was für eine Note wäre dieser Test wahrscheinlich so geworden? Moritz hat Nils angekreuzt. Ja. Ich hab Nils, Bruder. 4 minus. Kuss. Gut, dass ich YouTuber geworden bin, würde ich sagen. Die Sommerzeit ist mir zu schnell vorbei.